Ja, ihr dürft ja auch gerne bauen. Hallo? Das sollt ihr auch mal bauen hier. So, 9. Wir wollen das ja umschichten. Das Essen. Weißt du was, wir bauen gleich 2. Was soll der Geiz? So, machen wir auch nochmal eine 9. Bauen wir gleich 2 hin. Die fressen ja sowieso nicht so viel, die Biester. So. Und da packen wir alles. Barbecue essen. Kochzutat. Pinscher Pfeffernuss haben wir sowieso nicht. Also machen wir erstmal nur alles Essbare rein. Machen wir Prio 7. Das ist, glaube ich, höher als er hier. Der hat nämlich nur Prio 6. Alles klar. Können wir hier auf Prio 5 setzen. Den werden wir eh gleich abbauen. Dann werden wir eh umschichten. 150 Kilo ist nicht viel. So, erstmal alles umschichten. Einstellung kopieren und einfügen. Schwupps. Achso. Dann haben wir den hier auch gleich. Können wir den gleich abbauen. Zerlegen. Durchfall. Siehst du jetzt alle Durchfall? Ah, guck mal. Jetzt bauen sie hier schon endlich mal meine Luftversorgung. Sauerstoffversorgung. So langsam kommen wir an einen Punkt, wo langsam alles gebaut ist. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann können wir uns tatsächlich mal so langsam darum kümmern, vielleicht mal das Wasserreservoir zu bauen. Frage ist nur, wo. Ich würde mal sagen, wir bauen uns hier erstmal in der Mitte runter und dann schauen wir mal, dass wir das irgendwie reinlaufen lassen. Ich muss mir nur gerade mal überlegen, wie das war mit dem Wasser erhitzen und so weiter. Aber das wollten wir eigentlich gar nicht mehr machen, weil das einfach viel zu viel Energie kostet. Na, ich würde sagen, wir können ja uns ja auch erstmal runterbauen. Das ist nicht so das Problem. Hier müssen wir natürlich auch nur aufpassen, weil hier haben wir noch Kohlenstoffdioxid. Wenn wir natürlich jetzt hier runterbauen, dann haben wir Kohlenstoffdioxid nachher hier unten. Aber bis dahin haben wir nachher auch schon die Kühlschränke erforscht. Das ist nicht so, ich glaube, nicht so dramatisch. Matsch ist auch nicht gerade so lecker, wundert mich nicht, wenn sie davon Durchfall bekommen. Ja, mein Gott, also ich meine, in der Not frisst der Teufel fliegen, wenn man so schön sagt. Also ich meine, hallo? Sonst haben sie sich auch nie beschwert. Ist ja nun mal kein Gourmet-Restaurant hier, ne? Ist ja nun mal. Obwohl, ich könnte dafür eigentlich sorgen, weil wir haben ja jetzt ja diesen elektrischen Grill. Davon gibt es ja zumindest die, glaube ich, die frittierten Matschriegel. Ich meine, ist auch nicht viel besser, aber sind wir dann frittiert. Alles frittiert ist gut. Da müssen sie durch, genau, da müssen sie durch. Noch kümmert sie auch nicht. Also wir haben 35%. Job mastered. Blub. Narkoleptisch, nö. Zart beseitigt können wir machen. Kreativität, basteln, bauen, kochen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen erstmal mit 6 Duplikanten erstmal weitermachen. Auf Biegen und Brechen. Sonst wird das nachher ein bisschen bescheiden. Essen kriegen wir hier gut rein momentan. Das sieht gut aus. Aufräumen würde ich ganz gerne. Hier sind immer noch ein paar Sachen. Ich werde mal auf 8 gehen. Wir wollen ein bisschen was aufräumen. Da ist ein Schmodder, der hier rumfliegt. Da ist noch ein bisschen was. Vor allem Kohle. Hier müssen wir aufräumen. Da ist so viel Schmodder. Oh, jetzt ist wieder Nacht. Schlaf ist überbewertet. Er braucht schon Schlaf. Ich schlafe da auch hier nicht. 6,1 Tonne Algen. Ja, da müssen Algen müssen wir auch so langsam. Ist auch ein bisschen bei. Hiervon müssen wir auch aufräumen, sehe ich gerade. Den Bereich. So, das ist schön. Hier produzieren wir erstmal ein bisschen Sauerstoff. Ich bin im Überlegen, ob wir die haben wir dafür schon, diese durchlässigen Ziegel, nur diese Gitterziegel. Yeah. Na gut, aber wir haben hier die Türen. Das muss erstmal reichen. So, ein bisschen aufräumen.
Ich wollte gerade sagen, wo packt er das Zeug hin, aber er packt das hier unten rein. Das ist natürlich schlau. Kupfererz noch nicht. Hatte ich die? Nur Rohmineralien, alles klar. Nicht, dass sie mir hier nachher schon die Metalle wegnaschen. Das ist ja auch, das wäre auch ein bisschen zu blöde. Rohmineralien, ich glaube, das brauchen wir sowieso nicht so wirklich. Ab und zu mal zum Bauen, so Sandstein oder sowas, aber da kommen wir nachher eigentlich auch locker ran. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. So, haben die alles aufgeräumt. Da sind sie noch ein bisschen zugange. Hier sieht auch alles gut aus. Also eigentlich ist erstmal alles soweit abgearbeitet, bis auf hier oben die Decke, die könnte nochmal rein, aber das ist jetzt nicht so problematisch. Die Räume sind auch definiert. Hier müssen wir noch was tun. Accelerated Plant Growth. Kein Effekt. Greenhouse. Farm Station. Müssen wir gucken. Ich glaube, das muss ich erforschen. Farm Station haben wir es doch. Da, das Ding müssen wir bauen. To increase plant grow rates. The crop tending trade. Da weiß ich allerdings nicht, das müssen wir tatsächlich ausprobieren. Da weiß ich nämlich nicht, wie das funktioniert. Veredelung müsste das dann sein, ne? Ach ne, das ist Dünger. Station. Farm Station. Ja, ich weiß nicht, wo wir die hinbauen sollten. Ich meine, ich kann die mal einfach irgendwo hinbauen und mal gucken, wenn wir mal einfach. Zwei Blöcke brauche ich. Ich baue die mal in die Mitte. Ich baue die einfach mal hier hin. Einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Weil das Ding ist nämlich neu, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Kühlschrank. Kühlschrank. Brauchen wir allerdings Strom für. Strom. Und einmal abbauen, bitte. Schaut es eigentlich mit dem Deko-Wert aus? Ja. Ja, hier hat das ordentlich was gebracht, muss ich sagen. Hier vorne müssten wir eigentlich ein bisschen was tun. Ja gut, hier bei den Scheißhäusern auf gut Deutsch gesagt ist nichts, aber naja, gut. Ja, hier müssen wir noch ein paar Bilder hängen. Das wäre eigentlich mal nochmal eine Maßnahme. Mobiliar. Bild. 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 Hier können wir eigentlich auch mal voll machen mit dem Lager hier. Mobiliar. Na süß, das geht doch genau auf. Wunderbest. Packen wir da nämlich noch ein paar Lager hin und dann passt das auch. Das ist wunderbar. Wunderbar. Jetzt eigentlich den Hedges hier. Der hat nichts mehr zu futtern. Wir können wieder forschen. Was machen wir denn als nächstes mal? Power Control Station würde mich eigentlich auch nochmal reizen. Zumal, weil wir nämlich dann auch die verstärkten Stromkabel, also die Starkstromkabel dann haben und die Verbindungsplatten, Generatoren, also Transformatoren. Öl ist noch nicht so wichtig. Erdgas brauchen wir auch noch nicht. Medizinische Forschung? Achso, okay. Weil es ist eigentlich keine Forschung, es ist ja eine Herstellung von Medizin, also von daher. Da haben wir nochmal den ganzen Filterschmodder. Brauchen wir eigentlich auch. Luftfilter, ja, auch vor allem gerade hier Elektrolyseur. Das sollten wir vielleicht. Aber dafür brauchen wir hauptsächlich wieder Wasser. Das ist auch wieder nicht so geil. Machen wir erstmal den. Dampfturbine, das wird natürlich auch nochmal interessant. Wir erforschen erstmal das eine hier, das geht ja recht fix. Dann haben wir erstmal das. Gut, dann können wir auch mal schauen, wie wir das hier bauen. Ich hatte ja gesagt, hier gehe ich in der Mitte runter. Wie wollen wir das überhaupt generell bauen hier? Kann ich noch weiter rausscrollen? Nee, natürlich nicht. Wie machen wir das denn, dass wir hier so ein breites Wasserreservoir haben? Oder wir lassen das alles hier zusammenfließen. Hier so.
Da gehen wir runter. Da haben wir Chlor. Das finde ich persönlich noch nicht so schön. Können gerne auch schon ein bisschen größer bauen. Oh nee, bloß nicht da, da ist Sand. Bloß nicht da, da ist Sand. Da brechen wir uns das Genick. Sagen, wir bereiten das hier erstmal alles vor, machen hier alles schön sauber, dann lassen wir das Wasser hier reinlaufen. Das müssen wir uns dann sonst rüberpumpen. Mal gucken. Hier wird das nicht rüberlaufen oder je nachdem, wie viel Wasser wir nachher da haben. Sonst machen wir hier wieder auf und lassen das Wasser dann so reinfließen. Das müssen wir mal sehen. Schauen wir mal. So viel Wasser ist es nämlich auch nicht. Ich schätze mal, das Wasser reicht so bis hier vielleicht. So, also auf die Höhe vom... Na, obwohl, das ist zu wenig. Also ich denke mal bis hier auf der Höhe. Jobs Mastered. Forschung abgeschlossen. Okay. Jobs Mastered, da können wir auch noch mal kurz reinluschern. Aber wir wollten ja sowieso nicht upgraden bis jetzt. Die haben wir auch schon auf Max. Die sind auch schon fast auf Max. Ich lasse sie auch erstmal so. Also ich gehe nicht über Tier 3 hinaus erstmal, weil hier haben wir nochmal, wie gesagt, nochmal plus 2. Da haben wir plus 50 Erwartung. Das geht ja zu sehr auf Essen, zu viel auf Dekoration. Da lasse ich dir erstmal ein bisschen nachkommen. Würde ich erstmal sagen. Wir haben ja sowieso eine begrenzte Anzahl von Duplikanten. Da passt das auch erstmal. Ach ja. Ach so, ich wollte ja dieses Farmdings bauen. Fällt mir gerade mal ein. Das fällt mir noch gerade noch so ein. Wo hatten wir das in der Station? Ich weiß nicht, ob wir das... So. Das Ding brauchen wir ja auch, um dieses Overlay zu aktivieren. Greyhouse. Dafür brauchen wir nämlich ein Dingenskirchen. Eine Farmstation. Da geht das ja so gerade mal rüber. Der macht unzureichende Ressourcen, ist klar. Davon brauchen wir mehr Kohle. 600 Watt. Oha, die haben beide 240. Alter, was sind das denn für Maschinen? 480. 506, das sind genau 600 Watt. Das geht genau auf. Scheiße. Also ich muss einen eigenen Generator für das Ding bauen. Einen eigenen Generator, das finde ich aber auch nicht so witzig. Was hat der für Energiewerte? Station. Dünger 5 Kilo pro Anwendung. Achso, er braucht noch Dünger. Ach Gottes Willen. Also wir müssen eigentlich noch Dünger herstellen. Effekte, Farmer's Touch, Finger, Hut, Schilfs, achso, was er alles macht. Moment. Improved Buildings, Finger, Hut, Schilf, Graupenweizen, Dämmerkappe, Dornblüte, Pinscher, Pfeffer, Pflanze, Balsamlilien. Dann brauchen wir das eigentlich gar nicht für den... Tune-ups will improve these buildings. Das heißt, im Prinzip können wir damit überhaupt nichts anfangen an dieser Stelle. Weil hier, der pusht eigentlich nur Fingerhutschilf, Graupelweizen, Dämmerkappe, Dornblüten, Pinscher, Pfeffer und Balsamlilien. Und wir haben ja hier ja die, die Mehlläuse, hätte ich fast gesagt. Ja doch, die Mehlläuse. Das bringt uns ja also auch gar nichts, das Ding. Dann bauen wir es wieder ab. So, gerade ist erst kalt. Für was ich brauche.
Wenn das uns hier eh nichts bringt. Ich meine, gut, ein bisschen was würde uns das vielleicht bringen, aber... Oder? Ja. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Da fehlt uns die Erfahrung. Ich habe das jetzt auch gerade das erste Mal ausprobiert, das Ding. Oder würde ich das erste Mal ausprobieren. Aber irgendwie ist das noch alles noch nicht so... Noch nicht so herzallerliebst. Ach so. Vielleicht können wir gleich nochmal... Zack. Neue Duplikanten verfügbar. Da gucken wir natürlich mal rein. 5 Basteln, 2 Graben, 2 Lernen. 5 Athletik, 1 Basteln. Aha. Gastrophobie, Leicht, Physik, Farm. 4 Athletik. Kindness. Lernen, Graben, Bauen. Supply Farm bauen. Da macht nur Farm. Bird würde mich ja schon mal interessieren. 2 bauen, 2 graben, 2 lernen, 5 basteln. Finde ich nicht schlecht, weil... Ja, doch. Können wir uns, glaube ich, noch gerade leisten vom Essen her. Müssen wir hier längs noch mal ein paar Betten bauen. So, 1... Und eins dazwischen. Bilder. Dagenai. Jo, ach so, halt, Frate. So, machen wir gleich eine Tür rein, da geht's ja eh nachher weiter. Ach. Allerdings ist das eine Bett, glaube ich, gerade noch fertig, oder? Was? Halt. Machen wir gleich jetzt mal Alarm hier. So, dann brauchen wir dringendst. Achso, da. Ganz dringend. Gerade Bird, weißt du? Oh nein, die haben... das wird aber richtig knapp. Ich glaube, da werden wir gleich ein paar Tode. Können wir nur hoffen, dass sie noch aushalten. Lauft. Ah, sie kommen raus. Oh, die konnten auch selber bauen. Ein Glück. Alter. Ach nee, nicht desinfizieren, zerlegen sollst du. Boah, das war knapp. Das war knapp. Das war richtig knapp. Hier sollen sie erstmal abbauen hier. Scheiß. Das kann doch mal ins Auge gehen. Das kann auch mal ins Auge gehen. So, bau das mal fertig da unten. Gut, das habt ihr gemacht. Das ist sehr schön, sehr erfreulich. Dann machen wir erstmal das. Und dann nochmal das. Und dann machen wir das. Oh, der hat einen roten Laser. Guck mal. Rote Laser. Ja, das kommt wahrscheinlich, weil er so ein Top-Special-Minenarbeiter ist. Deswegen wahrscheinlich. Finde ich ja nicht verkehrt. So, jetzt haben wir natürlich uns hier wieder in den Scheiß reingebaut. Ja, hier können wir... Meno! So. Forschung abgeschlossen. Jobs mastered. Wie schaut's denn da aus? Wie schaut's denn bei den Jobs aus? So, der Minenarbeiter, das ist... Ja, deswegen sagte ich, werden ja befördert zum Minenarbeiter, deswegen hat er wahrscheinlich diesen roten Laser. Ach, Bert hat noch gar keinen Job.
Bird hat noch keinen Job. Farmhand und Trigger. Farmhand, den könnten wir eigentlich mal als Farmhand mal ausbilden. Oder was war noch? Farmhand oder Supply Bauen. Bauen haben wir schon, Supply haben wir auch. Also eigentlich könnte der Farmhand machen. Machen wir eben mal als Farmhand. Sous-Chef. Haben wir eigentlich irgendjemand, der kochen kann? Theoretisch Nikola. Wäre auch mal nicht verkehrt, jemand noch zum Kochen zu haben. Naja. Da wir noch nichts Tolles zum Kochen haben, können wir uns das, glaube ich, erstmal schenken. So, hier wird alles, das sieht auch schon ganz gut aus. Sauerstoff, ja gut, ein paar Keime haben wir da natürlich, die müssten wir nochmal wegfiltern. Das kommt, was? Was ist denn hier los? Ich wollte gerade sagen, hey, warum pennt er denn jetzt? Oder sie? Oder es? Max? Hier wird nicht am laufenden, nicht im Tag gepennt, was ist denn da los? Hallo? Also ich meine, ein bisschen... Der Tag ist eh schon kurz genug. Achso, wir können forschen. Wir können forschen, das hatten wir uns ja vorgenommen. Automatik, ja, können wir, glaube ich, erstmal ein bisschen aufschieben. Gesundheit ist nicht verkehrt. Das wäre schon mal nicht verkehrt. Filtration sollten wir gleich mal so langsam in Angriff nehmen. Druckkontrolle. Druckkontrolle. Oder filtern. Stück für Stück. Also ich glaube, wir machen erstmal die Filter. Ja, doch, wir machen erstmal die Filter. So, Station ist jetzt Power Control Station produces microchips to increase the power output of generators. Assigned duplicants must pose to the tune-up trade. As necessary component of the power plant room. Power Plant Room. Was haben wir denn da für Vorteile beim Power Plant Room? Can tune-up generators build within a power plant, improving the power production? Okay. So, das können wir mal abbauen hier, den Mist. Den ganzen Schmodder können wir mal abbauen. Jo. Ja. Dann können wir das nämlich endlich mal abbauen, den ganzen Mist hier. So. Na, kommen sie da noch ran? Dann sollten sie eigentlich rankommen, oder? 1, 2, 3 Felder. Ja, das müsste eigentlich reichen. Oh, der rote Laser macht mich an. Also, wenn die wirklich nachher alle auf Top-Level sind, die ganzen Kameraden. Also, ich glaube, dann sind die auch ordentlich am Reißen, muss ich dazu sagen. Finde ich insofern gar nicht so schlecht, dass man die jetzt ausbilden muss, weil hätten wir ihn nicht ausgebildet, dann könnte er diese ganzen Spezialressourcen, die ganzen Spezialmineralien, könnte er gar nicht abbauen. Finde ich natürlich auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen fies, weil dann bist du ja auf jeden Fall gefordert, die auch auszubilden. Ich denke mal, solche Sachen wie Abisalit, keine Ahnung, kann er wahrscheinlich jetzt noch nicht mal abbauen, oder? Zeigt es hier irgendwo an? Auch nicht. Doch, warte mal, da war doch irgendwas. Achso, nicht atembar, alles klar. Ich hab nichts gesorgt. So.